Wie alt ist Claudio? Claudio ist Jahre alt. Ist er wirklich ein Hund? Weil alle sagen das selbst kann. Man vermisst, glaube ich, eine Person erst so richtig, wenn man gar keinen Kontakt mehr hat, so, ne? Oh, oh, der Philosoph! Willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmarine-Kanal. Wir werden heute Fragen, die wir bei Instagram gesammelt haben, übereinander beantworten. Das heißt, ihr habt einmal Fragen gestellt, die ihr von Claudio wissen wollt, die ich dann aber beantworte. Auf meine Art und Weise. Und das Ganze nochmal umgekehrt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja. Wir labern gar nicht groß. Ich fange an mit der ersten Frage. Wie machen wir das? Komm erstmal, also wechseln wir uns ab oder? Ja, genau, wir wechseln immer ab. Okay. Fang an. Okay, erste Frage ist... Stinkt Claudio? Kann ich für ihn beantworten? Ja. Ach, so ist das also. Ja, so ist das so also. So läuft das jetzt hier heute. Ihr merkt, worauf das Ganze hinauslaufen kann. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist hier eine Frage, da steht, bist du ein Hund? Ruf, ruf, ich bin ein Hund. Mein Name ist René. Ruf, ruf, ich bin ein Hund. Das war zwei Fragen beantwortet. Man weiß jetzt schon, das war eine dumme Idee, dieses Videoformat ja. zu machen. Okay, nächste Frage. Vermisst du Kahn und Danja? Also ich glaube, wahrscheinlich schon ein bisschen, weil es schon cool war, natürlich immer jeden Tag aufzunehmen. Aber wir haben ja alle immer noch Kontakt. Das heißt, man vermisst, glaube ich, eine Person erst so richtig, wenn man gar keinen Kontakt mehr hat, so, ne? Oh, der Philosoph. Okay, ja. Wie alt und groß ist René? René ist über 1,90 und ist 27 Jahre alt. Yes. Hat Claudio immer noch Angst vor Hunden? Ja? Ja, hat er immer noch, vor allem, das sieht man vor allem immer, wenn er in den Spiegel guckt, dann schreckt er immer so zurück, dann immer so, ach nee, das ist ja nur mein Spiegelbild. Wie doll mag René Pommes von 1 bis 100? Ganz klare 101. Okay, ich musste lachen, weil ich eine Frage gesehen habe. Vor allem eine Person hat keine Frage gestellt. Wir haben die Frage übrigens bei Instagram von euch gefragt. Danke an alle, die ihre Frage eingesendet haben. Falls ihr das nicht gesehen hattet, dann könnt ihr gerne uns bei Instagram folgen, weil dann wird es safe noch weitere Gelegenheiten geben, wo wir Fragen von euch mit reinnehmen. Ein Kommentar. Fragen über Claudius Alter incoming in 3, 2, 1. Und das stimmt einfach. So viele Leute haben gefragt, wie alt ist Claudio? Das nehmen wir mal nicht. Ist Claudio immer so witzig in den Videos? Nee. Ich bin dran, okay. Was ist Renés Lieblingsessen? Und ich kann euch die Lieblingsmarken von René sagen. Und zwar ist es einmal Pedigree und Frohlich. Denn René ist ja ein Hund. Und Hunde essen natürlich Hundeputzer. Ja. Ja, du hast dir die Challenge ausgesucht, mein Freund. Messi oder Ronaldo? Ich sag, also werden wahrscheinlich die meisten wissen, falls nicht, zwei Fußballer. Nämlich. Ich sag Ronaldo. Du sollst die Frage für mich beantworten, nicht für dich. Ja, hab ich auch. Ich sag, Claudio findet Ronaldo besser. Nein, bin ich nicht. Er weiß, dass mich das, glaube ich, triggert. Was für Ronaldo, Messi natürlich, ganz klar. Nein, du hast ja kein Mitspracherecht. Ich beantworte die Fragen über dich. Ronaldo findest du besser, so, fertig, aus. Du bist wieder dran. Zitrone oder Pfirsich-Eistee? Bei René ganz klar Zitrone. Stimmt nicht. Ja, nee, so wie mit Ronaldo. Doch, Zitrone. René ist ein Zitronentrinker. Eistee, Zitrone. Ja, leider nicht. Okay, ich nehme jetzt einmal einen Klassiker mit rein, einfach weil das so viele gefragt haben. Ja. Wie alt ist Claudio? Okay. Du darfst ja jetzt gerade nichts sagen, bis ich geantwortet habe, ne? Ist das jetzt unter uns, Leute? Halt mal deine Ohren zu. Du darfst jetzt nicht weg, du musst jetzt weghören. Claudio ist 37 Jahre alt. Okay, kannst du aufmachen. Okay. Genau. Ich habe es jetzt gedroppt. Ja, komm, hast du ihn bestimmt nicht. Kann René einen Salto? Also Freunde, ihr müsst so wissen, ihr wisst eine Sache von René nicht. Er war auf einer Schule lange Zeit und... Ja, ich war auf einer Schule, ja. Ich beantworte die Frage nicht. Auf einer Schule, auf einer gewissen Schule, auf einer Hundeschule. Und auf dieser Hundeschule kriegt man ganz viele Sachen beigebracht bekommen, wie Saltos oder mach selbst. Gib Pforte, René. Seht ihr, Freunde, René ist doch nicht so gut erzogen worden. Also, das üben wir nochmal. Kriegt gleich ein Leckerli, mein Junge. Das kann ich gerne alles kontern. Ist er wirklich ein Hund? Weil alle sagen, dass selbst Kahn. Ah! Warum ja. Kahn? Warum? Wo kommt der denn jetzt her? Hast du recht, ja. Hat René ein Auto? Nee, René hat kein Auto. René ist immer Sportchen mit der U-Bahn unterwegs, mit mir. Ja, genau. Instagram. Ja, genau. Immer mit dir an alleine so, ne? Ja. Was? Nein. Wie lange wird er noch bei Spiel mit mir sein? Ich denke mal noch eine ganze Weile. Ist René sportlich? Ganz ehrlich. Komm, ich beantworte die Frage mal ernsthaft. Ja, René ist sportlich. Also ihr müsst wissen, Freunde, René ist nicht nur sportlich, er ist auch diszipliniert. Also René steht jeden Morgen vor der Arbeit auf und geht zum Sport. Welcher Mensch kann das?
Ich glaube, das ist jetzt die erste Frage, die jetzt hier so, die wir beide ernst beantwortet haben, ohne zu dissen. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hat jemand gefragt, Real oder Barca? Bei René würde ich sagen Real Madrid. Stimmt das? Ja, richtig. Oh Gott, ey. Natürlich. Real Madrid. Natürlich. Tausendmal eher als Barcelona. Sorry, ich weiß, das langweilt jetzt wahrscheinlich viele, aber der kurze Fußballtalk, der musste sein. Oh Gott. Lieblings-App bei Claudio ist... Jetzt ist die Frage, wie definieren wir Lieblings-App? Die App, womit man, also die am wichtigsten für einen ist oder womit man am meisten Zeit verbringt oder einfach so vom Gefühl her, die man am besten findet? Komm, sagen wir mal Instagram, TikTok und alles raus. Also was heißt denn alles raus? Also alle Social-Media-Plattformen? Ja, genau, würde ich erstmal raus. Denk mal an eine andere App. Okay, dann eine andere App. Ich sage... Zählt Spotify dazu? Ja. Ah, nee, also Spotify auch raus. Auch ja, was ist denn alles raus? Einfach jede App mit mehr als 100 Downloads ist raus oder was? Da muss ich einmal ganz kurz gucken. Was gibt's denn überhaupt noch so für Apps? Ja, Netflix zählt ja dann auch safe nicht dazu. Nee. Ja, Roblox. 100 Pro. Nee, es ist tatsächlich so ein Fußball-News-App. Ja. Ja, tut mir leid. Meinung zu den Jindawis. Ich sag, wobei ich weiß das glaube ich sogar so. Also Claudio feiert die. Ich glaube, du guckst ja sogar, du bist ja sogar so wirklich so jedes Video angucken, ne? Ganz klar. Du guckst ja so jedes Video und immer wenn ein neues Video ist, auch alles. Wow, was ist da jetzt wieder passiert? Ganz klare Sache. Lieben Grüße an Nader und Luisa Jindawi sind die Besten. Die werden das Video definitiv auch gucken. Die nicht gucken, aber das sind die Besten. Ich mag die. Nee, die sind auch cool. Ja. Hat René Geschwister? Das kann ich ganz einfach beantworten mit ja. Er hat eine Schwester noch, glaube ich. Ja, das ist richtig. Richtig. So, nächste Frage. Spielt Claudio noch Among Us? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Hat René ein Haustier? Ist aber schwierig, Freunde. Ich meine, wie soll denn ein Hund noch ein Haustier haben? Ich meine, René ist ja, das ja, ja, okay, ja, war lustig, okay. Nee, aber habe ich nicht. Ist er der zweite Kahn? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, die sind schon ein bisschen anders. Ja, wir sind ja von der Person halt anders, oder? Ja, ich glaube auch. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich finde, die sind sich schon relativ eigen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt die allermeisten Fragen durch. Wie gesagt, so viele Fragen haben sich so ein bisschen wiederholt. Ganz ehrlich, also wir haben das ja unterteilt bei den Stories und Fragen, die ihr über Claudio wissen wollt, die ich dann beantworte und dann die andere Story einfach umgekehrt. Genau. Und ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, ich habe noch nicht reingeguckt, aber bei den Fragen, die die Leute über dich beantwortet wissen wollten von mir, da war 70% aller Fragen war halt nur über Alter, ne? Ja, also wirklich, Mann, ich habe da glaube ich so ein Mysterium irgendwann, drum geschrieben. Ja, wirklich. Und Leute, es tut mir ja auch leid so, ne? Weil ich weiß, das lässt euch keine Ruhe so, ne? Aber ich habe ja jetzt gerade die Antwort gegeben. Die war auch richtig. Hier, Freunde, ich sag mal so, das Problem ist auch, das ist auch schwierig zu beurteilen. Guck mal, selbst wenn ich mir mit dem Bart abrasiere, dann ist er in 2 Wochen wieder halt so lang und dann könnte man sich vorstellen, okay, Claudio. Du bist nicht mehr 18, sondern 15. Genau, dann bin ich 15 und dann denken sich die Leute, aber vielleicht, da ich so einen schnellen Bartwuchs habe, denken sich die Leute vielleicht, ach, vielleicht ist er über 30, aber wer weiß es? Du, wenn du wüsstest, was ich gerade geantwortet habe, ne? Aber dafür musst du das Video gucken. Ah, du hast mein wahres Alter nicht geschaut. Doch. Okay, ich bin gespannt. Guck gerne das Video. Ja. Und ja, ihr habt ja offensichtlich auch das Video bis jetzt noch geguckt, deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr das ausgehalten habt, die 800 Hunde-Jokes noch zu überstehen. Ja, oh Gott. Wir hoffen, ihr habt ein paar Sachen vielleicht dabei rausgehört, die ganz interessant waren. Vielleicht war es auch einfach nur lustig, ich glaube, es war eh nur Quatsch. Also es waren entweder Sachen, die man schon wusste, oder es war halt einfach Quatsch, den wir erzählt haben. Aber ich glaube, da ging es auch in diesem Video darum, weil sonst hätten wir ja auch einfach Fragen über uns selbst beantworten können. Genau. So, wenn ihr möchtet, dass wir das Ganze nochmal machen, vielleicht nochmal mit anderen Fragen, vielleicht nochmal mit Ellie, schreibt das gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben dafür da. Ich mach weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn Claudio ein Hund ist. Ey! Ciao! Ciao!